zieht Megans Bruder ins australische Big Brother Haus? Big Brother bei Big Brother? Der große Bruder von Herzogin Meghan, 39, soll laut aktuellen Gerüchten bald im TV zu sehen sein, und zwar in der australischen Version der Reality-TV-Show Big Brother. Das könnte heiter werden, denn der Unruhestifterbruder hätt's faustdick hinter den Ohren. Was sagt der TV-Sender zu den Meghan-Bruder-Gerüchten? Geht es bald, zumindest um verwandtschaftliche Ecken, royal zu im TV-Container in Down Under? Wie die Webseite Basel berichtet, soll Megans Halbbruder Thomas Markle Jr., 55, am Flughafen Sydney gesichtet worden sein. Von dort aus solle er sich dann für 2 Wochen in Quarantäne begeben. Übrigens ranken sich die Gerüchte nicht um die reguläre Ausgabe der Kamerashow, sondern um die Promi-Variante. Okay, eigentlich ist im Fall von Thomas ja eher die Halbschwester das prominente Familienmitglied, aber die australischen Big Brother-Macher nehmen das wohl nicht so eng. Aber was sagt der Sender zu den Spekulationen? Bringt Thomas royales Niveau ins Big Brother-Haus? Channel 7, der TV-Sender, auf dem die Promi-Version des australischen Big Brother ausgestrahlt wird, hält sich lieber bedeckt, was den Royal-Verwandten angeht. Wir äußern uns nicht zu Spekulationen zum Cast von Big Brother VIP. Alles wird bald enthüllt und Big Brother freut sich drauf, die neuen Hausbewohner zu treffen, zitiert die Daily Mail Australia den Sender. Aber ob Thomas wirklich einen royalen Flair ins Haus bringt? Eher nicht. Megans Geschwisterchen hat es faustdick hinter den Ohren. So wurde er schon mal von der Polizei in Oregon, USA, wegen Alkohol am Steuer verhaftet. Megans Halbbruder ist ein ziemlicher Unruhestifter. Auch soll er angeblich bei einem Streit mit seiner Freundin eine Waffe gezückt und das Schießeisen an ihren Kopf gedrückt haben, wie die Sun berichtet. Und sein Schwesterherz Megan, findet er arrogant und macht ihr zudem ständig Vorwürfe. Oh, war er, Big Brother, das kann ja heiter werden.